Herzlich willkommen im Freibad Dellwig, eines der schönsten Freibäder im Ruhrtal. Liebe Badegäste, auch uns, das Freibad Dellwig, trifft die Corona-Krise hart. Letzte Woche Samstag war der WDR zu Gast, wo wir sehr dankbar darüber waren, dass sie in der Lokalzeit berichtet haben, wie der Stand in den Bädern in Nordrhein-Westfalen sein wird. Wir haben Fragen bekommen, per E-Mail oder auch per Post. Die würden wir gerne heute per Video beantworten. Ja, eine der am häufigsten gestellten Fragen ist natürlich, wann machen die Freibäder auf, wann macht unser Freibad auf? Diese Frage können wir natürlich noch nicht beantworten. Wir können aber alle Fragen rund um das Freibad und Corona beantworten. Das wollen wir hier versuchen. Eine weitere Frage, die uns regelmäßig gestellt wird, ist, warum sollen die Bäder denn eigentlich wieder öffnen? Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Alternative ist, dass sich die Jugendlichen und Kinder im Sommer heimlich an Flüssen und Seen treffen. In unserem Fall wäre das die Ruhr, was nicht ganz ungefährlich ist, wo sie nicht beobachtet werden können, nicht bewacht werden können von Rettungskräften und Sonstigem. Und die Gefahren, die sich da stellen, sind gerade für die Nichtschwimmerkinder relativ groß. An eins, was wir auch mal mit dran denken müssen, ist unser Sommerurlaub, der kurz vor uns steht. Sollten die Leute jetzt nicht im Urlaub fahren durch die Corona-Krise, was machen die Kinder, was machen die Jugendlichen? Dadurch, wenn die Freibäder geöffnet werden, hätten die wenigstens die Möglichkeit, hier auch dementsprechend ihre Tage zu verbringen mit Spiel, Sport und Freizeit. Eine andere Frage stellt sich, wie ist das denn mit dem Virus und dem Wasser? Die Frage ist laut Bundesumweltamt relativ einfach zu beantworten. Im Mitte März kam eine Studie heraus, im Chlorwasser ist dieses Virus nicht übertragbar. Insofern wäre der Aufenthalt im Wasser für eine begrenzte Anzahl von Personen ungefährlich. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, gibt es einen Hygieneplan fürs Schwimmbad? Ja, den gibt es. Und zwar ausgearbeitet von der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen e.V. Hier drin steht alles Wichtige drin, wie wir uns zu verhalten haben. Nach genauerem Studieren dieser Unterlagen können wir für uns, fürs Freibad Dellwig, feststellen, dass das definitiv für uns umsetzbar ist. Dementsprechend könnten wir rein theoretisch das Freibad öffnen, wenn uns die Politik das Go gibt. Wir müssen natürlich auch mit Besuchereinschränkungen rechnen. Darauf müssen wir uns natürlich befasst machen. Wir können nicht so wie letztes Jahr am 30.06.2019 2.506 Badegäste hier begrüßen. Das ist uns klar. Aber alles ist besser wie komplett schließen. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, warum lasst ihr das Becken, was hinter mir ist, nicht einfach ohne Wasser stehen? Muss man dazu sagen, dieses Becken wurde 1973 gebaut. Wir haben einen Betonkern. Und dadurch, dass wir einen sehr hohen Umgebungsdruck haben ums Becken herum, muss dieses Becken grundsätzlich immer auf 3/4 Wassermenge gefüllt sein, damit wir weitere Schäden halt vorbeugen können. Wir haben hier eine Grundfläche von 20.000 Quadratmeter. Ein großes Sportbecken und ein wunderschönes Kinderbecken. Wir können hier auf Abstand gehen, alle Hygienemaßnahmen einhalten. Liebe Politiker, wir, das Freibad Dellwig, sind aus unserer Sicht keine Großveranstaltung. Wir sind ein Erholungsort. Bitte unterstützen Sie uns, dass wir auch diesen Sommer 2020 dieses wundervolle Gelände öffnen können für unsere Besucher. Natürlich eingeschränkt. Wir hoffen auf Ihre Hilfe. An wenigen Tagen im Jahr ist das Bad wirklich voll. Das werden wir einschränken. Dafür haben wir Hygienepläne. Bitte helfen Sie uns, dass wir die Saison 2020 für unsere Besucher öffnen können. Lieber Armin Laschet, liebe Entscheidungsträger in der Politik, wir sind das Bürgerbad in Fröndenberg-Dellwig. Wir halten Abstand.